herzlich willkommen in dieser Minecraft-Welt. Wir spielen jetzt einfach mal ein kleines Rundchen hier. Und dafür hatte ich mir überlegt, dass wir jetzt erstmal so ein kleines Dorf finden und uns daran dann so ein bisschen aufbauen. Das Ressource-Pack, das habe ich dann unten wahrscheinlich verlinkt hier. Und den Shader werde ich dann auch noch verlinken. Unten in der Videobeschreibung. Genau, und ja, der Plan ist eigentlich einfach nur ein bisschen bauen, tatsächlich, mehr nicht. Also jetzt nicht irgendwie unbedingt das End schaffen oder so, sondern das alles dann nebensächlich. Warum laufe ich übers Wasser? Das ist Eis. Das habe ich gar nicht erkannt. Crazy. Okay, cool. Hier ist überall Eis anscheinend. Sehr cool. Ja, genau, der erste Plan ist halt ganz stumpf, erstmal das Dorf zu finden und das dann irgendwie ein bisschen schöner bauen. Ich merke gerade schon, der Start ist ein bisschen blöd gewählt hier, dass ich Berge gehe. Aber hoffentlich, oh, was? Crazy. Was haben wir denn da unten? Das muss ich mir vorher angucken. Ich bin jetzt noch gar nicht weiterlaufen. Ach nein, das ist ein Minenschacht. Der krass, direkt hier am Spawn. Eigentlich muss ich mir das merken hier. Eigentlich könnte man hier auch bauen, aber eigentlich hätte ich auch gerne ein paar Dorfbewohner, mit denen wir handeln können. Dann wäre es jetzt eigentlich umso besser, wenn hier gleich irgendwo ein Dorf auf dem Berg ist, aber vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich. Wie komme ich da jetzt rüber? Müssen hier lang? Ich hätte mir keinen Berg aussuchen sollen. Das war am Anfang ein bisschen blöd, weil man dadurch keinen Weg schafft, irgendwie so richtig. Aber nun gut. Wir haben ja auch noch im Hintergrund ein bisschen Musik zum Lauschen. Da drüben. Was ist da drüben? Ein Dorf? Das sind so Iglos. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe das Spiel seit der 1.9, als sich das Kampfsystem geändert hat, habe ich es eigentlich gar nicht mehr gespielt. Das war aber nicht wegen dem Kampfsystem. Einfach weil ich eine kleine Pause davon wollte. Um dann halt irgendwann wieder reinzugucken, wenn halt richtig viel neuer Content da ist. Warum ist nicht vorher auch essen? Okay, neuer Plan. Wir gehen zu den Iglus. Dann gucken wir mal, was da so abgeht. Wir klauen uns höchstwahrscheinlich alles an Essen. Hier sind Hasen. Was? Diese Höhle ist ja riesig hier mit dem Berg. Da müssen wir dann unbedingt hin. Eigentlich können wir auch das Dorf hier nutzen, oder? Mal, was da überhaupt jetzt so lauert. Ach, da sind Dorfbewohner. Oh, geil. Dann nehmen wir das direkt. Das haben wir auch. Ich weiß auch ein bisschen fies, ist jetzt einfach irgendeinem hier das Bett zu klauen. Aber egal. Ja, alles eigentlich, das ist ja krass. Die sind ja auch cool. Was haben wir denn hier? Okay, da will ich mit mir reden. Räucher. Hier unten haben wir ein bisschen Essen. Krass, und hier ist auch eine Höhle. Gibt einer Schaden. Okay. Ja, doch kein Schaden mehr. Das ist ein normaler Ofen mit einer Laterne. Genau. Ja. Haben wir denn hier gar keine Kiste? Boah, irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, was das ist, aber. Ich bräuchte irgendwie so ein Werkzeug vielleicht. Eine Schmiede wäre hier ganz cool.
Gucken wir mal hier unten. Hier ist ja auch noch so ein kleines Hütchen. Blöd. Oh je. Was denn hier? Okay, hier ist nochmal so ein kleiner Ofen. Nee, wie heißt das nochmal? Ein Kessel. Da müsste. Machen wir hier auch nicht so viel. Weil der Eisengolem, der ist da unten. Auch nicht so die beste Verteidigung für uns. Egal. Haben wir auch noch keins. Aber wir bleiben hier. Das ist ein guter Punkt. Eigentlich. Fangen wir einfach mal an, hier den Baum abzubauen. Und dann gucken wir mal, dass wir uns ein paar Werkzeuge schnell machen, bevor es dunkel wird. Und wir gehen auch direkt schlafen. Dann haben wir hoffentlich keine Probleme mit irgendwelchen Monstern hier. Noch? Nee. Muss klettern. Kann ich da ran? Nee, ich kann natürlich nicht ran von hier, oder? Das ist Resource Pack, das werde ich wahrscheinlich auch nochmal ändern. Das war jetzt einfach nur mal so zum Kosten da. Das an sich finde ich schon ganz nett. Aber ich glaube, es wird auf ein helleres Resource Pack hinauslaufen. Und es wird jetzt dunkel. Es ist doch noch. Nein, er hat sich da reingelegt. Das ist ja noch welcher. Wir klauen uns das Bett hier. Wenn er reinkommt. Jawohl. Okay. Ja, der kann jetzt halt nicht hier drin schlafen. Hat er mich gerade rausgeworfen? Nee. Okay. Dachte schon. So, holen wir uns erstmal die 4 Holz hier raus. Obwohl, 32. Eigentlich auch echt schön hier mit dem See und so. Das ist krass. Ich glaube, da kann man was richtig Cooles draus zaubern. Denn wir werden auch im Mittelalter-Stil einfach hier weiterbauen. Versuchen die Häuser einfach nur zu erweitern und jetzt nicht groß zu ändern, aber halt schon jedem Haus so sein Thema zu geben, ne? Ich meine, wir brauchen ja jetzt einen Farmer, weil ich brauche Essen. Deswegen werden wir uns irgendwo hier eine Farm hinsetzen. Irgendwas, was vielleicht auch gut reinpasst in dieses Winterland irgendwie so. Vielleicht werden wir auch... Krass, was ist denn hier? Okay, also mit der Mine haben wir schon mal kein Problem. Ich denke mal, das ist auch die Mine, die von da drüben hier rüber geht. Wirklich krass, wie groß das ist. Also die Minen damals waren schon groß, aber jetzt nicht so groß, fand ich. Also was bauen wir denn zuerst? Wir bauen zuerst ein Stück aus Holz. Und dann holen wir uns gleich mal Stein. Haben wir auch das elendige Problem hier mit diesen Holzsachen nicht mehr. Kohle könnten wir uns auch gleich schnappen. Naja, ich merke, ich mag das Texturenpack nicht so oder Resource Pack. Da muss ich nochmal was ändern. Vielleicht ändere ich das ja auch schon für die nächste Folge. Plan jetzt ist es auch so, übrigens so 15 Minuten Folgen, um vielleicht so zu machen. Also 15 bis 20 Minuten. Und dann überhaupt erstmal gucken, wie lange ich daran Spaß habe und wie gut überhaupt die Ideen bei mir sprudeln werden. So. Knappen wir uns jetzt mal hier. Müssen wir mal wegmachen. Und hier mal Steinspitzhacke raus. Und dann noch Axt. Eigentlich könnten wir auch einen Ofen bauen.
Guck mal hier, obwohl Ofen haben wir ja eigentlich auch. Eigentlich auch unnötig, den Ofen zu holen, aber egal. Wir nehmen auch einfach das Haus hier. Dann müssen wir nur noch. Müssen wir nur noch eine vernünftige Treppe hier reinbauen. Und eine drin? Komisch. Egal, ouch. Oh nee. Oh nee, ey. Ach, der springt nicht mehr einfach die Klippen runter, schade. Machen wir uns mal hier hoch. Muss ja irgendwo ein bisschen Eisen rumfliegen. So hoffe ich zumindest. Da haben wir doch schon was. Was ist denn da? Was ist das? Was haben wir hier? Also die ganzen neuen Materialien kenne ich auch gar nicht. Rohkupfer. Es gibt Kupfer? Wofür gibt es denn Kupfer hier? Das ist ja crazy. Da muss ich mir nochmal was zu angucken anscheinend. Eisen haben wir. Oh, mehr. Wir sterben gleich, weil wir kein Essen haben. Naja, ist doch nicht ein Problem. Aber ich höre schon ein Schwein. Das hauen wir uns gleich weg. Warum sammle ich jetzt überhaupt das Kupfer hier ein? Eigentlich noch nicht wichtig. Wo ist das Schwein? Komm mal hier lang. Hier wollen wir erstmal raus, eigentlich. Okay, jetzt können wir uns das Schwein holen. Oh, das ist da an der Klippe. Oh nö. Oh nö, wie soll ich denn da hinkommen? Sprinten schaffe ich jetzt dann nicht rüber, ich kann ja nicht mehr sprinten. Da kommt auch ein Fürster dann hin. Oh, wir haben sogar Kinder-Villager. Wollen wir hier essen? Perfekt. Können wir da reingucken? Nee. Ah nee, das sieht alles noch nicht fertig aus. Wir holen uns das Schwein. Besten lassen wir es nicht die Klippe runterschmeißen. Kommt der hier hoch? Okay, sehr gut. Das holen wir uns mal. Dann haben wir uns das in den Ofen zusammen mit dem Eisen. Hier haben wir ja auch reingeguckt. Hier ist das. Ne, der Räucherofen. Oh, ich weiß es gar nicht, ob der Räucherofen jetzt besser dafür wäre, aber egal. Oh. Wir lassen es einfach. Wir machen erstmal auf die altmodische Art. Haben wir uns hier den Ofen. Kohle rein und Fleisch rein. Dann holen wir uns auch gleich die Kohle hier noch weiter. Nebenbei aufpassen, dass wir hier nicht runterkippen. Und wir müssen darauf achten, der Creeper ist ja hier auch noch irgendwo. Kann man eigentlich hier drin. Ah, auch im Ofen. Schmeißen wir. Nee, machen wir nicht. Wir sind ja sparsam unterwegs. Können wir uns hier noch ein paar Setzlinge eigentlich holen? Nee, habe ich anscheinend verpasst, Setzlinge mitzunehmen, aber ist nicht schlimm. Das haben wir hier, haben wir das fertig, das rein, dann kann man das reinschmeißen. So, nehmen wir erstmal eine Runde. Dann können wir uns direkt eigentlich die Eisenspitzhacken machen. Und dann wird eigentlich alles gut. Hinten haben wir noch ein Iglo. Da sehe ich das gerade falsch. Ja, ranzoomen. Da hinten sind noch mal Häuser, aber zerstörte.
Jetzt gewöhne ich mir das auch schon an wie die Dorfbewohner. Da werden wir in der nächsten Folge einfach mal vorbeigucken, was da so abgeht. Jetzt erstmal kurz wegen dem Eisen. Ach, und da haben wir auch ein Schwein hinten drin. Krass. Das Kupfer schmeißen wir auch noch gleich mit rein. Da gucken wir dann mal danach, was wir damit machen können. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit der ersten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und zum nächsten Mal. Tschüss.